mir mein Geld. Ach, du kriegst kein Geld, du kriegst kein Geld. Was ist da unten? Ich hab mich gerade ein bisschen geprügelt. Ach so, ich auch. Aber da müssen wir gar nicht lang, da wo du lang rennst. Das ist dir hoffentlich bewusst. Der Weg zeigt eh woanders lang. Wenn ich den Weg folge, dann geht's hier lang. Ich geprügelt und mir nicht mal Items gelassen, ey. So. Lalalala. So, dann schauen wir doch mal, was wir hier haben. Ein Medikit. Gesundheit. Aua. Hinter uns sind Gegner. Ich mal um die Lady, die dich da anballert. Alles grün. Ja. Was will ich? Ja, fick dich doch. Also echt. Oh, hello, new ammo friends. You ready to kill some fuck faces? Ah, meine Schrottflintenmuni ist voll. Oh ne. Ich will mich mal auswählen. Mann, dabei war ich hier noch gar nicht fertig mit umgucken. Feels good. Da ist nämlich noch eine Kiste. Geht das jetzt nicht? Hier ist einer. Ein bisschen Kleingeld für den Bus. Sag mal. Später. Es wird hier schon wieder Geld angezeigt, aber hier liegt einfach keins. Manchmal glaube ich, das Spiel mag mich nicht. Also, ich finde es ja faszinierend, wo überall Geld liegt. Ja, das auch. Aber dazu kommen wir später. So, wo ist denn die benette Kiste? Da ist er. Dazu später mehr. Hallo, wohnt hier jemand? Nein? So, ein Elternteil zu verlieren, kann als Unglück gesehen werden. Beide zu werden, erscheint als Achtlosigkeit. Oscar Wilde. Hat mir es schon. Beim Grabschen im Kloster verfliegt die Zeit. Weißt du Bescheid, ne? Wer im Kloster ist, immer schön grapschen. Das lehrt uns hier die Weisheiten. Wer im Kloster sitzt, sollte nicht mit Stein werfen, oder nein, was? Nein, grapschen im Kloster verringert die Zeit. Meine Nase juckt. Das ist eklig. So, aufgeräumt. Hier liegt Munition, aber ich bin voll. In der Haubitze. Yeah. Wir jagen erstmal das halbe Haus in die Luft. So wie es sich einfach für professionelle Innenarchitekten gehört. Wir sind nämlich eigentlich Innenarchitekten von Beruf. Wir haben es so getan, damit wir hier besser reinkommen. Die neue Einrichtungsstil, Chaos oder was?
total modern jetzt in England und so. Das haben die neuesten Stars in ihrer Wohnung. Was denkst du denn? Matt? Hast du was gesagt? Nö. Gut. Aua! Ich hab da auch noch gestanden. Der Bogen ist eine wirkungsvolle Waffe. Der braucht zwar ein bisschen was zum Aufladen, aber... Hä? Ey, da weißt du, macht die ganze Innenarchitektur kaputt, der Typ. Ich benehme mich hier, bin eine feine Dame und er. Du benimmst dich immer. Ja, ja, klar. Neben dir sehe ich aus wie ein unschuldiges Lamm. Ich bin ein Galvanik-Element. Wenn man scheinbar langweiligen Menschen genau zuhört, stellt man fest, dass sie alle auf verschiedene und interessante Weise verrückt sind und sich einfach nur bemühen, es zu verbergen. Robert Anton Wilson. Du wirst einen Glückskeks finden. Das ist eine tolle Prophezeiung, oder? Freu dich schon mal drauf. Ja. Einige Leute gefällt es, was du machst. Andere Leute hassen, was du machst. Den meisten ist das aber scheißegal. Charles Bukowski. Und da hat dieser gute Charles sogar recht. Ein Mensch, der nicht selbstständig denkt, denkt überhaupt nicht. Ist noch einer, Alter, was ist denn jetzt hier los? Und sie meinen, das war Hühnchen, ihr Gesundheitsamt. Oh, na lecker. Was habe ich denn dann gegessen letzte Woche zum Mittag? Ich finde es geil, dass teilweise Kisten unzerstörbar hier sind, ey. Und auch die Glastüren, die sind alle unzerstörbar. Das ist schon eine sehr stabile Architektur, muss man den lassen, ne? Ja, es ist halt leider auch nicht alles machbar. Ah, Glückskeks. Übernachte lieber bei einem nüchternen Kannibalen als bei einem betrunkenen Christen. What? Hermann Melville. Hermann Melville. Tja, meine Hand hat Funkenregen. Ah, hier ist was, hier ist was, hier ist was. Wir sind auf dem Weg zur Hauptquest, ihr seht das. Glückskeks. Die Menschen neigen dazu, das Böse, das sie aus ihrem eigenen freien Willen tun, ihren Gott zuzuschreiben. Agatha Christie. Okay. Also manche Sachen haben schon eine Größe. Es gibt Leute, die sind Galeere mit Schuhen. Zora Neale Hurston. Wir sind im Übrigen jetzt gleich da. Was hast du? Was ab? Dass manche Menschen Galeeren mit Schuhen sind. Da will man einfach hört, wie du unten randalierst. Randale! Hast du die Quest schon angenommen? Nee. Eine rote Nase verbirgt einen makellosen Po. Okay. Ich muss meine Sachen kurz hier finden, die hier rumliegen. Schicke niemals eine Wiese, die Arbeit einer Wühlmaus zu machen.
Er ist ein Typ. Ja, ich hab's schon gesehen. Ein Haus haben wir hier aber noch, Kinders. Götter benehmen sich stets wie die Leute, von denen sie geschaffen wurden. Zora Neale Hurston. Okay. Würde ich irgendwie nicht unterschreiben. Wir haben eine ganze Menge gefunden, alter Fenner. Eine Menge Glückskekse. Ungehorsam war die erste Tugend der Menschen, Oscar Wilde. Ich habe hier oben schon mal aufgeräumt. Wir können jetzt hier einziehen. Gut aus. So, da sind wir auch schon beim Questgeber. Hat ja auch gar nicht lange gedauert. Ja, so gut wie. Ich muss auch die Sachen mehr einsammeln. Hat ja auch überhaupt nicht lange gedauert oder so. Es wartet alles auf Talons. Ich kann das leider nicht weitermachen, weil ich kein Host bin. Das tut mir sehr leid. Ich hab gerade mich verlaufen. So. Hey. Yeah? You know where I can get some shade? I'm partial to oak trees myself. Cut the shit. I know you're Sally. Alright. How much you need? 400? Shit. You serious? I only got dimes. You want more than that? You gotta talk to the chef. The chef? The guy who cooks the stuff. That's what he calls himself. And where can I find him? He doesn't really like visitors. Look, I got a lot of cash on me. I'll make it worth his while. All right. Tell you what. You head down that alley, and I'll tell him to come see you. Cool? All right. Cool. See? Yep. That's how a master does it. Oh my gosh, I am so impressed. You're like really young and hip and streetwise. Can it? I need to focus. Warum hatte ich schon gelernt? Ah, nee, hier ist noch was für mich. Total dumm im Fensterrahmen versteckt. Was wollen wir wetten, dass das eine fette Falle ist? Wieso wollen wir wetten? Ich will nicht wetten. Ne? Ah, hier oben sind Gegner. Ey, die sind gerade, die sind, also bei mir, die Hürden sind gut. Schön, dass du da oben jetzt aufräumst, ich komme da nicht mehr hoch. Wow, ich glaube, wir werden da gleich mächtig auf die Fresse kriegen vom Chef. Muss er da jetzt mal runter? Wenn ich hier die alle mal ausgeschreit habe, können wir drüber reden. Das passt so, während der Chef da unten ist, ja. Na dann komm mal, der Chef wartet. Geh mal den fetten an, Alter. Ich bin hier oben, ich bin hier safe, mach du. So, which one of you guys is the chef? Hand over the cash, or we cave in your fucking skull. I should warn you, this is a terrible idea. Fuck you! Wieso war das klar? Looks like this isn't your decade.
fresh ammo. Nothing like it. Na schön. Oh, Chess, du Bitch. Es war doch so klar, dass wir auf die Fresse kriegen. Hab ich jetzt eigentlich nicht. Oh, das Golden ist sehr schön. Mal goldene Dinge. Wo ist denn das Pepper hier noch was fliegen? Ah, da. Alle ab. Hier drinnen waren wir doch schon. Ja, aber der zeigt mir hier noch was an. Medkit, okay. Muni aus irgendeinem Grund. Na, ist egal. Ja gut, ein bisschen so. Muni für den Bogen kann ich auch nochmal gebrauchen. Die Muni ist voll. Okay, jetzt müssen wir nochmal zurück. Ah, wieder zu dem Typen. Warte, ich muss mir nochmal ein bisschen Muni holen. Mach du, ich kann sowieso nichts machen, ehe du nicht da bist. Also, chill. Chill deine Base, da kommen wir nicht weiter. Wir können hier die Leiter hoch, die du gerade hochgelatscht bist. Skillpunkte erhalten, sehr gut. Wonderful, das machen wir aber gleich, wenn wir hier fertig sind mit der Quest. Herr Horst, kommen Sie da unten? Jetzt muss ich unseren Typen hier gleich umbringen. Hey, shithead! Long time no set me up! You wanna end up like your fucking friends? I'm sorry. I thought... You thought you'd tell me where the chef actually fucking is now? Yeah. He's up that way. Don't tell him I told you, okay? He's gotten real... weird lately. Yeah, I think you have bigger things to worry about. Like, say, never running into me ever a fucking again. That sounds reasonable. Hey, I'm nothing if not accommodating. Ja, ich bin halt ein echt netter Kerl. So! Mal schauen. Wir haben eine Skillpunkte bekommen. Ist mir aufgefallen, dass der Typ aussieht, als wenn er aus, als wenn er so kennt. Und die kennen Plastik-Barbies oder so. Lalalala. Ach man, ich drücke mal die falsche Taste. Ich hab den Level. Ich kann unter das Level gucken, ich kann unter das Level gucken. Das Level schwebt. Geil. Aber ich skill auch mal kurz. So, ich nehme mal den Radiusvergrößerer fürs Aufsammeln von Geld und so. Das ist, glaube ich, ganz praktisch, damit man nicht immer da die ganze Zeit reinrennen muss. So. Lalalala. So, jetzt wollte ich noch gerade upgraden. So viel bekommen, ey. Okay, das Ding sieht sehr merkwürdig aus. Das hab ich hier bald schon drauf. Oh Gott, ich muss mal so viel verkaufen demnächst. So. Okay. Ah ne, warte. Ja, doch, ich denke, das ist okay. Okay, okay, okay. So, der Chef. Na gut, da müssen wir jetzt schon wieder runter. Immer dieses Hin und Her hier, ey. Das soll immer noch irgendwo für mich Geld liegen. Es nervt mich gerade mega, ne? Glaubst du das? Das ist ja. Dankeschön. Was? Ein Geld gefunden. Wo rennst du hin? Wir müssen hier vors Türchen.
Komm zum Dörrchen, Oppi. Mm-hmm.